Aus dem Weg, du Leichtmatrose? Wir sind schwer beschäftigt. Okay. Ich habe schon gedacht, er wollte kämpfen. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Okay, das heißt, wenn ich hier irgendwo Mülleimer finde, muss ich den mal anklicken. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Was mit dir? Ich bin der Chef der... Was? Oh, das ist Französisch. Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Muschelragout. Die Gäste werden es lieben. Schnief, schnief. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Lulle für den Superball. Aber okay. Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Hier ist nichts, bloß Abfall. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Na, besser als Zwiebeln. Habe ich dich schon angequatscht? Mein Handy geht so ab. Okay. Ich möchte ganz gerne den Superball haben. Kacke, ey. Jetzt gehen wir noch nach ganz rechts. Vielleicht muss ich ja irgendwo... Okay, Level kämpfen. Vielleicht muss ich ja irgendwo einen Trank einsetzen oder so. Nur meine Pokémon begleiten mich. Genau, er macht alleine Urlaub, nur seine Pokémon begleiten ihn. Der Gentleman. Ein Vulcano. Ein Feuer-Pokémon. Hab auch ein Feuer-Pokémon. Lars. Ich hab's leider gerade nicht gelesen, was da stand. Scheiße. Einfach Windstoß. Brüller. Irgendwas ist unfair. Ich habe das immer noch nicht gelesen. Was macht der Guru? Ach man, ich wollte wissen, was da stand. Na gut. Was hast du jetzt noch? Lutex erreicht Level 19. Sehr schön. Lars erhält... Lars erreicht Level 21. Lars erlernt Wirbelwind. Hatte Lars noch nicht 4 Attacken? Nochmal Vulcano. Nein. Wir wissen, was Brüller macht. So, Wirbelwind ausprobieren. Vulcano blieb unversehrt. Lars blieb unversehrt. Check ich nicht. Wir wissen, was das macht. Ja, ich habe den Gentleman. Oh, verloren. Komm. Geht mir jetzt auf den Sack. Ich will jetzt irgendeinen Pokémon-Trank geben. Und hoffe, dass ich dann was aufnehmen kann. Den Superball. Und nicht, dass das per Slot irgendwie gerechnet wird.
So, Trank. Text. Oh, das wird per Slot gerechnet. Och man, ey. Also ich meine damit, mit dem per Slot, dass, wir haben halt, sagen wir mal, 20 Slots frei, aber man kann jeden Slot auch mehrfach belegen, zum Beispiel mehrere Pokebälle auf einen Slot. Das heißt, ich muss irgendein Ding komplett da rausnehmen. Was ist denn hier los? Warum sind hier denn Türen? Ich gehe in die letzte hin. Zuerst. Oh, die wollen alle kämpfen! Das ist jetzt nur Wasser-Pokémon. Okay, wenn du nur Wasser-Pokémon hast, dann werde ich mit Dennis gegen dich kämpfen. Ein Tentacha sieht in Gold besser aus. Dennis, da bist du. Du hast aber auch nicht mehr viel, ne? Okay. Oh, Säure. Ach, ich wollte Slam ausprobieren. Fuck. Wieso hört sich das an, ey? Nicht. Ich wollte doch Slam ausprobieren. Smetbo? Weiß nicht, ob das so geil ist. Weiß nicht, wie Smetbo auf Wasser reagiert. Okay. Ah, der 2. Sternbo. 3 hat er so. Nein, ich will nicht tauschen. Das steht auf dem Kopf, liegt. Whatever. Ich mag Sternu eigentlich nicht. Ich mag Misty nicht und deswegen mag ich, glaube ich, Sternu nicht. Goldini, Goldini. Wo erreicht er mit 22? Ein Muschas. Das ist dieses Zungenmuschel-Ding. Ja. Ach komm. Panzerschutz. Das hilft dir jetzt aber auch nichts mehr. Okay. Mr. Angler. Mist, das war nichts. So, du auch noch. Dann gehe ich aber wieder zurück. Gehe die Treppe hoch und hoffe, dass da irgendwie so Poke-Gedöns ist. So ein Shop und eine Heilstation oder so. Matrose möchte kämpfen. Ein Macholo. War mir irgendwie klar, so wie der aussah, dass der so ein starke Pokémon hat. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Nee. So, Blutexo stirbt. Nicht? Okay. Tausch. Smetbo. Und ich sterbe Smetbo. Okay. Schlafpuder. Dankeschön. Das dauert immer so lange, bis das wieder reinschwebt. Und dann denke ich immer, das geht irgendwie vorbei oder so. Oder es hat keine Wirkung. Ja, gut. Schläft noch tief. Ja, da hätte ich auch Tackle nehmen können. Mist. Oh. Dankeschön. Ah, von einem Kind besiegt. Ja, ich bin 23. Ich bin kein Kind. Das sieht übrigens aus wie ein Pilz. Gut, wir gehen wieder runter. Weil dann sind wir hier zu viele Türen. Eindeutig. Oh, bitte lass da oben irgendwie was sein.
Wenn nicht, muss ich gleich ein paar Tränke verballern. Und Äther? Ich meine, Äther wäre was zum Heilen. Du siehst nicht so aus, als ob du kämpfen willst. Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zu See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Das geht nochmal nach oben. Oh, ficken! Alter, hier kann man übelst... Was ist denn hier los? Leveln. Oh, Gary Washington, Alter. Sieh an, Jolle. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Jolle, hat man dich tatsächlich ein... Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Oh nein, ich werde verlieren. Ich habe mich gespeichert. Es brennt. Ja. Yes. Sauber. Gut. Sehr gut, Glutexo. Eine Ratzpratz. Nein, Glutexo wird jetzt sterben. Oh. Ja. Okay. Okay, Lars ist noch voll da. Das ist Quatsch. Alex ist noch voll da. Ich nehme aber jetzt Lars. Ratzfatz ist zum Beispiel zum Glück nur Level 16. Wirbelwind. Was? Geht das nur draußen oder was? Ah, fast gewonnen hittet. Aber gut. So, jetzt kann ich noch einen Ruckzuck-Hieb machen. Bäh. Nice. So, was hat er jetzt? Er hat einen Evoli und... Fuck, was war das andere, was er da hatte? Ein Sandan, genau. Evoli macht er dann als letztes. Nee, Lars, bleib mal da. Mit Wirbelwind versuche ich erst gar nicht. Fuck, Lars stirbt. Alex. Obwohl, nee, Smetbo. Einen Beleber habe ich, glaube ich, ne? Oh, ich habe mir voll die Nase gepiekt. Komm, Smetbo. Immer hier Confusion. War auch nicht so geil. Ein Schlitzer macht es jetzt tot, ne? Nee, doch nicht. So. Miss Evoli. Level 20. Hier mal, schlaf du mal schön. Nicht aufwachen. Sonst gibt's Haue. Evoli ist verwirrt, es schläft aber. Er schläft immer noch. Immer noch? Geil. Wie lange hat es denn geschlafen? Das hatte ich ja noch nie. Oh, dankeschön. Mist! Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. 1300. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao!
Bist du der alte Mann? Was steht da?